der Campingplatz in Oppelnitz, der 17,50 Euro kostet. So ist er aber auch. Das ist die Campingwiese. Und hier steht dicht an dicht, ab da vorne, Campingwagen an Campingwagen zu beachten, ist der Ruhesichtschutz. Los kommen wir erst um 11.45 Uhr. Bedenken, es wird spät, wenn nicht alle zusammen aufstehen und helfen. Das ist quasi jetzt die Mündung der Schlei, wo es relativ schwierig ist, diese kleine Mündung zu finden, weil überall diese Inselchen sind. Ja, jetzt fahren wir weiter bis hoffentlich zur Kieler Förde. Das Dorf, das ist wirklich sehr süß. Das waren also 5 Kilometer nach Katteln und hier geht es jetzt für uns weiter. Wir fahren über die Strandbäder, Weidefeld und Schönhagen in Richtung Damm. Und diese Flaggen wehen in der Reihenfolge, wie wir sie besucht haben. Erst kommt Schweden, dann Dänemark, dann Deutschland. Wieder ganz süß hier im Inland. So, in fast 6 Kilometer erreichen wir Dampf, was man zu meiner Jugendzeit Dampf 2000 nannte. Ein großer Kontrast zu dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Bis jetzt war alles relativ unberührte Natur, von der Insel Holnes über Pottloch, über jetzt eben Weidefeld und Schönhagen, und da ist Damp schon ein Kontrast. Hier, dieser Weg sieht sehr schön aus, ist aber schlecht zu befahren. Wobei, also solange man nicht in tiefen Sand fährt, geht ja alles noch. Da hinten taucht Dampf auf. Also ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr schöner Strand, der auch gut gepflegt ist und noch sehr naturbelassen. Und von hier aus sieht man sogar die Hochhäuser gar nicht. Also ist nicht schlecht. So, jetzt kommt ein Schwenk zu den Hochhäusern. Lalalala. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Also bis auf das hässliche Hochhaus ist es hier wirklich schön, muss man sagen. Also da nochmal der Blick auf das Hochhaus, aber es ist recht diskret. Und wenn man dann jetzt nicht gerade hinguckt, ist es sehr hübsch. Meine Meinung über Damp hat sich heute sehr verändert. Bis auf die Hochhäuser ist Damp wirklich sehr, sehr schön. Der Strand, der Yachthafen, die Natur und die beiden Naturschutzgebiete direkt im Norden und im Süden des Ortes. So, das ist jetzt unmittelbar hinter dem Yachthafen in Damp. Ja. Man ist also gleich wieder in der Natur drin.
sowohl vor Dampf als auch hinter Dampf. Das ist schon beeindruckend schön. Also wirklich schön, 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 kann man nicht anders sagen. So, jetzt geht's rein ins Landesinnere nach Eckernförden. Das geht nicht direkt am Strand entlang, leider, aber gut. Im Gegensatz zu Dänemark und Schweden sind wir schon sehr oft sehr nah an der Ostsee. So, das soll hier eine Abkürzung sein von 1,5 Kilometern. Also das ist die Abkürzung, wohlgemerkt, sehr fahrradgerecht, vor allen Dingen mit Fahrrad für Gepäck. Was tut man nicht alles, um Gottes Willen, um schneller voranzukommen. Nun haben wir 4 kleinere Zwischenfälle. Erst fällt mir meine Wasserflasche vom Rad, naja, das sind wir schon gewöhnt. Dann sehe ich von etwas Weiterem, wie Franziska plötzlich vom Rad fällt. Sie hatte auf mich warten wollen, ein wenig geträumt. Dabei kam sie rechts vom Weg ab und weil dort direkt ein tiefer Graben war, riss sie das Lenkrad herum und fiel letztendlich hin. Zum Glück hat sie sich dabei nicht verletzt. Dann kippt noch Alexanders vollbepacktes Rad um und schließlich rutscht Franziskas Regenüberzug aus dem Halterungsgummi heraus in die Speichen. Wir müssen halten und Alexander hilft ihr, das Cape wieder aus der Kette zu lösen. Nun sind meine beiden Kinder voller Öl. Naja, sowas passiert halt alles auf einer Radtour. Das ist jetzt die Landstraße nach Eckernförde. Manchmal hat man hier sehr schöne Wege. Manchmal ist man an der Ostsee direkt. Manchmal an der Landstraße. Bis jetzt immer mit abgeschnittenen Radwegen. Wie unangenehm. Dieser Radweg ist auch sehr ordentlich gepflegt. Die haben wir in Deutschland auch schon andere erlebt, die nicht gut gepflegt und vor allen Dingen verdreckt mit Blättern und Zweigen, aufgeschwungenen Wurzeln und, dass man wirklich aufpassen muss beim Fahren. Hier ist jetzt gut, wir sind zufrieden. So, wir sind 16 Kilometer von Dempf entfernt, es sind noch 8 Kilometer nach Eckernförde. So, jetzt sind wir am Ende dieser Förde angekommen, am Ende der Bucht von Eckernförde. In Eckernförde machen wir eine kleine Rast. Naja, klein, es war schon etwas länger, weil mein Mann die Campingplätze, die in Frage kommen, anrufen will, ob wir dort einen Platz bekommen. Aus irgendeinem Grund klappt es nicht. Das ist uns sonst noch nie passiert. Zu guter Letzt erreichen wir dann einen Campingplatz in Schilksee, Stadtteil von Kiel, welches allerdings noch 34 Kilometer entfernt liegt. Wir haben noch bis 22 Uhr Zeit, um dort anzukommen und weil das etwas länger dauerte mit diesem Telefonat, ist es jetzt auch schon recht spät. So, wir starten und die letzten 34 Kilometer um 8.35 Uhr bis zum Beginn der Kieler Bucht. Weil sonst, wie gesagt, sich kein Campingplatz irgendwie gerührt hat. Also wir haben noch 17 Kilometer bis nach Schilksee. Schilksee liegt am Beginn der Kieler Bucht. Aha, hier fängt Kiel schon an. Das ist ja interessant.
Stadtteil Schilzsee.